Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zu euren Top-Tagen im Januar mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Anfangs stehen im Januar ganz schön viele Planeten quer zur Waagesonne. Die stehen nämlich alle hier im Steinbock und bilden also Spannungsaspekte. Und da kann es eben auch sein, dass es da zwischen euch und anderen ein wenig zu Spannungen kommt. Aber im Laufe des Monats wird das dann immer besser, besonders ab dem 18., wenn die Venus in den Wassermann geht und damit in einen günstigen Aspekt zur Waagesonne. Trotzdem denke ich, dass auch der 8.1. ein sehr interessanter Tag und ein Top-Tag für euch sein könnte. Da ist nämlich der Mond in eurem eigenen Zeichen in der Waage hier und läuft dann auch durch alle drei Dekaden. Und gleichzeitig habt ihr ja den Uranus im Partnerhaus, besonders die dritte Dekade, und der bildet einen schönen Inspirationsaspekt zu Merkur, der auch günstig zur Waagesonne steht. Insofern glaube ich, dass ihr da schon sehr gute Gespräche haben könnt und dass ihr vielleicht auch im Mittelpunkt steht mit der Energie des Waagemonds in eurem Zeichen. Denn Mond in der Waage ist eine der besten Mondstellungen, die wir haben können. Ja, dann geht es weiter mit dem 18. Das ist ein Donnerstag, also Donnerstag der 18. und Freitag der 19. Denn da geht die Venus in den Wassermann und damit in einen sehr günstigen Aspekt hier im 5. Haus der Lebensfreude. Das werdet ihr bestimmt spüren, wie da eine sehr angenehme Energie aufkommt. Die ist toll für Erotik, die ist voll toll für Kreativität. Und außerdem aktiviert der Mond dann auch im Wassermann die Mondknotenachse. Also das ist dann auch wieder so ein Tag, wo Solowagen sehr gut Leute kennenlernen können oder wo ihr vielleicht auch über euren Freundeskreis interessante neue Leute kennenlernt. Also und inspiriert seid ihr da auch und es ist eben auch ein sehr sexy Aspekt. Und dann ist für euch auch noch sehr schön der 27., Samstag der 27., Da steht der Mond jetzt günstig zur Venus. Das ist eben gut für euch als Venuszeichen. Sonne-Venus zusammen ist auch sehr schön. Mond im 9. Haus, gut zum Pläne machen, gut für die Inspiration. Also ich denke mal, das ist auch wieder ein schöner Aspekt. Und außerdem aktiviert der Mond dann nochmal die Mondknotenachse hier auf beiden Seiten, was wiederum gut ist für alle, die noch jemanden kennenlernen wollen. Und außerdem ist eben auch nochmal das 5. Haus der Lebensfreude betont. Also auch hier wieder die Möglichkeit, kreativ zu werden oder auch schöne, knisternde Erotik zu erleben. Das waren eure Top-Tage im Januar. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es hier neue Videos für euer Sternzeichen gibt. Und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung für den Januar an. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation des Monats eingegangen. Und in eurem Jahreshoroskop Teil 2 gibt es den Überblick von Januar bis Dezember 2018. Alles Gute mit den Sternen!